Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich mal nochmal auf meine kompletten Videos, die ich produziert habe, verweisen. Und deshalb möchte ich zeigen, wie finde ich alle Videos dieses Kanals hier, dieses My Game Tutorial Channel Kanals. Dazu startet man einfach seinen Browser oder den Browser seiner Wahl, gibt hier oben YouTube ein. Ja, und hier suchen wir YouTube, dann bekommt man einige Vorschläge natürlich und wir finden jetzt hier unter My Gimp Tutorial Channel, wenn man nur das eingibt hier schon, My Gimp, das reicht schon, My Gimp Tutorial Channel und da kommt man hier hin und dann bekommt man hier gleich mal gezeigt hier, okay, die Abonnentenanzahl und die Videos, die ich hochgeladen habe, die stimmen aber nicht ganz. Weil es dauert immer einen Tag, zwei, bis das sich aktualisiert hat. Und hier ist, wenn man nach unten scrollt, findet man schon einige ja, Videos. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Vielleicht kann ich sogar Vollbild hier machen. Okay, noch besser. Dann haben wir hier so ein Begrüßungsvideo. Das kann man sich anschauen. Das hat mittlerweile schon viele Aufrufe generiert in den letzten 3 Jahren. Und hier haben wir Videos, Playlists über die Community-Kanäle, Kanalinfo. Und so weiter. Hier unten noch so ein paar Kanäle, die ich abonniert habe und die ich dann auch empfehle. Ja, hier geht es über Videos dann natürlich, Videos. Und hier haben wir dann die Möglichkeit oder hat man die Möglichkeit, ja, alle Videos, die ich bisher produziert habe, anzuschauen, wenn man das möchte. Ich habe hier, das letzte hier ist so ein sommerlicher Look, den ich erzeugt habe. Und wenn man jetzt hier einfach nach unten scrollt, bekommt man einen kurzen Überblick oder einen größeren Überblick über das, was ich schon hier geleistet habe. Vor allen Dingen hier zum Beispiel dieses Smart Sharpening Video und so weiter. Ja, ich weiß, natürlich ist das Interesse an GIMP Bildbearbeitung nicht so groß wie das Interesse an Photoshop. Das kann man auch sehen. Da gibt es eben Leute, produzieren auf Englisch. Das ist ja noch ein Nachteil für mich sozusagen, dass ich nicht auf Englisch produziere. Und die haben dann Millionen Klicks. Ja, das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Dennoch finde ich einfach, sollte man GIMP ein bisschen höher bewerten, als es vielleicht im Moment für viele noch der Fall ist. Auch Darktable Tutorials produziere ich natürlich hier und so weiter oder auch nur Superfilter Jimic, der enthalten ist sozusagen in GIMP beziehungsweise den man installieren muss nachträglich oder dazu installieren muss und so weiter. Und ja, also wenn ihr hier hingeht, ich habe hier eine Menge Videos gemacht, so viele, ja. Bildbearbeitungsmöglichkeiten gezeigt und so weiter und so fort. Schwarz-Weiß-Bildumwandlungen, Schärfungen und so weiter oder Kontrastmasken eingesetzt und so weiter. Hier zum Beispiel Freistellen mit Vordergrundauswahl. Das ist eins meiner besten Videos, finde ich. Da geht es mit diesem Tiger, da geht es darum, wie kann ich die Schnurrhaare hier von einem unruhigen Hintergrund freistellen. Und das ist die hier mir ganz gut gelungen, finde ich. Also das könnte man ruhig mal versuchen anzuschauen. Also ich persönlich selbst finde es als eins meiner besten Videos. Und so geht es dann immer weiter freistellen. Darktable hier, Filmic, den Filmic-Filter. Und viele Dinge mehr. Ja, auch hier ultrascharfe Maskierung hier, leider vor einem halben Jahr gemacht, fast nur 653 Aufrufe. Ja, es ist halt kein Photoshop, wie gesagt, es ist GIMP und ich versuche mir die größte Mühe zu geben, dass ich meine Videos so erkläre, dass sie jeder versteht und dass sich niemand zurückgesetzt fühlt oder dass man denkt, ich wäre unfreundlich. Das versuche ich natürlich nicht zu sein und dementsprechend versuche ich immer mit Freude eben diese Videos zu machen. Hier Font 3D beispielsweise mit einem Schatten, mit einem langen oder hier zum Beispiel, das finde ich auch sehr schön gelungen hier, dieses Death Blur und so weiter. Oder hier dieser Filmlook aus einem Farbfoto, der einen alten Filmlook darstellen soll, also noch in der Stummfilmzeit vielleicht und so weiter und so fort. Also hier haben wir noch diesen kleinen Planet, ist auch so ein neuer Filter oder hier Vintage Retro-Effekte. Dann
gibt es eben einfach hier dieses Darktable. Das ist ein, finde ich, ist mir sehr gut gelungen, dieses Video auch natürlich. Hintergrund freistellen. Die Augen zum Strahlen bringen, das finde ich auch, ist ein tolles Video geworden hier, weil man hier die Augen erst einmal schärft und dann zum Strahlen bringt. Auch eine etwas unkonventionelle Art und Weise, die ich hier nutze und solche Dinge mehr. Und hier den Masashi Wakui Look, den ich mal entwickelt habe für Darktable, den habe ich hochgeladen auf dtstyle.net, glaube ich, heißt das, da findet man den. Und ja, hier zum Beispiel ein Foto auch schon vor 11 Monaten hier, 2000. Das ist also eine Dynamik, die Dynamik eines Fotos verbessern und so weiter und so fort. Hier Farben drehen, Objekte. Das hier finde ich auch sehr gelungen, dieses Foto. Und ich finde einfach, wenn ihr also mal auf meinen Kanal kommt hier oder wer das Video jetzt sieht, der kann einfach mal hingehen und auf meine Videos hier oben klicken, auf den Kanal gehen, wie ich es gezeigt habe. Und dann dementsprechend hier vielleicht sein Interesse bekunden, indem er einfach meinen Kanal vielleicht abonniert sogar oder sich meine Videos mal anschaut. Und das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen und euch zeigen, okay, Entschuldigung, so soll es sein. Und so findet ihr meine Videos einfach hier mein Gimp Tutorial Channel eingeben unter. Oder MyGimp reicht schon, dann bekommt ihr dahin und dann einfach hier von der Übersicht auf die Videos und hier Playlists natürlich, da findet ihr dann auch das eine oder andere Video über die Playlist. Okay, herzlichen Dank fürs Schauen, ja nochmal und bis zum nächsten Mal.